Bonjour, liebe Mademoiselle und Monsieur, und willkommen zurück in der Stadt der Liebe. Okay, wieder zurück zu Geheimakte 2 Puritas Cordis. Jawohl, wir sind jetzt hier gerade in der wunderbaren Stadt der Liebe. Nein, nämlich in Paris, Hauptstadt von Frankreich, mit ganz vielen Croissants, Tour de France. Was kann ich denn noch auf Französisch? Citroën, Kreativtechnologie. Okay, warum wollen wir jetzt hier nicht machen? Ja, ich bin jetzt hier wieder back from Japan! Also von meiner ganz großen Reise. Und dementsprechend bin ich gerade auch extrem raus, was das Spiel angeht. Nur so für die Zukunftszuschauer, die Gegenwartszuschauer wissen das ja. Genau. Ich bin gerade komplett raus. Das bedeutet, ich weiß überhaupt nicht, was gerade überhaupt Sache ist. Deswegen kann ich euch jetzt auch keine coole Zusammenfassung geben, sondern nur das Gestamme gerade. Also. Meine Qualitätsansprüche sind für diese Folge ein bisschen gesunken. So, wir haben Auto. Das sagt sie Quark. Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Das habe ich mir drei Wochen lang gemerkt. Da muss ich gerade tatsächlich husten. Nichts mehr zu finden. Ein Komposthaufen. Oh, wie schön. Ein Komposthaufen. Ina hat einen Komposthaufen gefunden. Ich krieg echt die Krise. So, eine Ruine. Stimmt, das war doch... Ah ja. Ist von der alten Kapelle nicht übrig geblieben. Ja, ich erinnere mich, da wird doch so ein Typ, der war irgendwie ein Kardinal oder sonst was. Und dann, ja, irgendwie mit Schwester Elise. Und dann ist irgendwie noch eine Stadt abgefackelt in Nordfrankreich. Und irgendwie die ganzen Sachen sind jetzt irgendwie hier drin. Und das letzte Mal ist Nina da reingeplumpst. Und hat dann rumgeschrien wie so, naja, voll irre halt. So, da unten haben wir noch was, aber ich würde sagen, wenn wir schon in der Stadt... Durch diesen Eingang kann man wohl früher hierher. Man musste also nicht jedes Mal durch die Decke brechen. Tatsächlich. Bis ich den freigeschaufelt habe, bin ich alt und grau. Bist du jetzt schon... Was? Ja, den Witz habe ich schon damals gebracht. Spalt. Durch den Spalt kommt ein kalter Luftzug. Was sich wohl dahinter befinden mag? Steck mal deine astdürren Fingerchen da rein. Ich krieg nicht mal die Finger dazwischen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir kaum vorstellen kann, eine massive Steintür mit den Fingern aufzubekommen. Oh, ich kenne einige Leute. So, Kirchenbank. Wenn der Clochard meine Hilferufe nicht gehört hätte. Das liegt da halbwegs stabil und das soll auch so bleiben. Schließlich möchte ich den Rest meines Lebens nicht hier unten verbringen. Okay, der Typ heißt anscheinend Clochard. Ich habe das letzte Mal sehr, sehr schlecht mitbekommen, weil meine Kopfhörer komplett im Eimer waren. Klopfen. Er ist völlig verdreckt und zerlumpt, scheint aber ein feiner Kerl zu sein. Und er kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist eigentlich in Geheimakte nie gut, wenn irgendjemand um irgendwem bekannt vorkommt. Hallo, ich hätte da noch etwas, bei dem Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten. Gern, immer raus damit. Der hat voll die angenehme Stimme. Das, was Sie mir über den Verwalter des Kardinals erzählt haben. Ja? Könnten Sie das vielleicht nochmal wiederholen? Klar. Und bitte lassen Sie nichts aus. Jede Information über den Kardinal und sein Umfeld kann mich weiterbringen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass er damals einen Verwalter hatte, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663 auch um dessen Nachlass gekümmert hat. Er starb 10 Jahre später. Man fand die Leiche erst nach einer Woche in seiner ärmlichen Kellerwohnung. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich aber leider nicht. Sein Name war Michel oder so ähnlich. Er war wohl auch in dieser Gegend eher unbekannt. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt. Er kam also nicht von hier. Außerdem ließ er sich kaum auf der Straße blicken. Und wenn doch, dann nur derart vermummt, dass die Leute schnell angefangen haben zu tuscheln. Er arbeitete fast 40 Jahre für den Kardinal. Prima, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, das ist voll nett. Schaue mich hier noch ein bisschen um. Tun Sie das. Boah, das ist eine richtig schöne Abwechslung zu den anderen Typen, die wir die ganze Zeit begegnen. So, da gibt's den Friedhof. Vielleicht ich werde mich mal auf die Suche nach dem Grab von diesem Verwalter Michel machen. Keine sonderlich heiße Spur. Aber da er anscheinend Kardinal Coubertin sehr nahe stand, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich da etwas herausfinden kann. Ja, hoffen wir, dass es... Ja. Hier gabelt sich der Weg in drei Richtungen. Gräber aus den 1650er, aus den 1660er und aus den 1670er Jahren. Oh Gott. Wann ist er denn nochmal gestorben? 1659 oder? Nee, 1659 ist die Stadt abgefackelt. Versuchen wir es mal hier. Die Gräber scheinen hier nach Wohlstand geordnet zu sein.
Auf der einen Seite die Armen, auf der anderen Seite die Reichen. Wo lang? Definitiv arm. Mal sehen, ob ich hier fündig werde. Die legen hier wohl sehr großen Wert auf Ordnung. Eine Trennung zwischen Junggestorbenen und solchen, die in hohem Alter das Zeitliche gesegnet haben. Oh. Boah, Alter, Frankreich, ihr und eure Ordnung, ey, das geht mir schon wieder auf den Zeiger. Wie alt war der? Jetzt bin ich überfragt. Mist, in meine Mu und raus bist du, auf geht's. Nehmen wir mal diesen Weg. Und noch eine Sortierung. Die letzte Frankreich, ehrlich jetzt. Diesmal wird unterschieden nach Frauen, Männern und Familien. Jede deutsche Behörde hätte hier ihre helle Freude. Ja. Mann. Mal sehen, wohin dieser Weg führt. Hier gibt es kein Grab von jemandem, der Michelle heißt. Nicht mal von jemandem, der auch nur einen halbwegs ähnlichen Namen hat. Ich sollte meine Informationen über diesen Verwalter noch einmal genau prüfen. Vielleicht ist mir etwas Wichtiges entgangen. Mist! Boah, ich weiß doch nicht, dass das so kompliziert hier in Frankreich ist. Alter! Haben da irgendwelche Leute... Hallo, ich... Boah, die Designer von diesem Friedhof, ne? Das, was... Ja. Könnten Sie das... Klar. Und bitte lassen Sie... Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass er damals einen Verwalter hatte. 1663, also das hatten wir schon mal richtig. 10 Jahre später. Man fand die Leiche erst nach einer Woche in seiner ärmlichen Kelle. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich. Er war wohl auch in dieser Gegend eher unbekannt. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennen. Außerdem ließ er sich kaum auf der Straße blicken. Und wenn doch, dann nur die... Prima, vielen Dank. Gern geschehen. Ich schau mich... 1663, arm, alleinstehend. Ich werd mich mal auf... Ja, dann ist er jung gestorben. Hier gabelt sie... 1660... Das stimmt, ja. So. Die Gräber in seiner ärmlichen Kellerwohnung. Die legen hier. So, er ist alt gestorben. Außerdem. Und noch eine. War er alleinstehend. Ihn kannte ja hier keiner. Hier gibt es keinen. Ich soll. Ja, dann müssen wir nochmal gucken. Ich werde mich. Dann war er anscheinend hier gabelt. Aber wenn er 60 Jahre vor den Typen gelernt hat, also bei dem Kardinal, macht ja keinen Sinn. Die Gräber... Seine Ärmel, also arm ist ja richtig. 1663, daran kann es jetzt auch nicht liegen. Die legen hier... Jung. Nehmen wir mal... Gehen wir mal da lang. Und noch eine Sortie... Mal sehen, wohin dieser... Hier gibt es... Ich sollte mal... Hä? Bin ich jetzt komplett blöd? Hallo, ich... Gern. So, Verwalter nochmal. Das könnten Sie... Klar. Und bitte... Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass er damals einen Verwalter hatte, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663... Der Kardinal ist da gestorben. ...gekümmert hat. Er starb 10 Jahre später. 70. Und fand die Leiche erst nach einer Woche in seiner ärmlichen Keller. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Er war aus... Okay, ich schau mich. Der Kardinal ist 1663 gestorben, aber der Verwalter ist erst 10 Jahre später gestorben. Also bedeutet 1663 plus 10 sind wir bei 1673. Versuchen. Also, ganz einfach meine magische Aufgabe. Der Grinsiker hat sie leider nicht hinbekommen. Die Gräber scheinen hier nach wo. So, arm. Mal sehen, ob ich hier fündig werde. Einmal abbiegen, bitte. Die legen hier. So, alt ist er gestorben. Dann. Und noch sind wir doch wieder fast da bei den 60ern, oder? Naja. Mal sehen, auf jeden Fall wieder so zurück, back to the man. Hier gibt es kein Grab. Ich sollte mal. Wie bitte? Ich werde mich. Bin ich jetzt komplett blott? Hier gar. 1670. Versuchen. So, das war richtig. Habe ich mich irgendwo vertippt? 1670. Die. Arm. Mal sehen. Arm, das stimmt auf jeden Fall. Die legen hier. Nehmen halt. Wir. Halt. Und noch eine. Mal Mann. Sehen.
War das doch falsch, oder wie? Hier gibt es... Ich soll... Hallo. Ja? Das ja, könnte... Und bitte lass... Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass er damals einen Verwalter hatte, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663 auch um dessen Nachlass gekümmert hat. Mhm. Er starb 10 Jahre später. Man fand die Leiche erst nach einer Woche in seiner ärmlichen Kellerwohnung. Er müsste alleine ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich aber leider nicht. Sein Name war Michel oder so ähnlich. Er war wohl auch in dieser Gegend eher unbekannt. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt. Er kam also nicht von hier. Außerdem ließ er sich kaum auf der Straße blicken. Und wenn doch, dann nur derart vermummt, dass die Leute schnell angefangen haben zu tuscheln. Er arbeitete fast 40 Jahre für den Kardinal. Prima, vielen Dank. Gern. Okay, also alles richtig gemacht. Der muss irgendeinen anderen Namen oder einen Kosenamen oder sowas haben. Guck mal, was in unserem schlauen Tagebüchlein steht. Das Grab des Verwalters. Das Sterbejahr kann man mittels der vorhandenen Informationen rekonstruieren. Der Wohlstand eines Menschen lässt sich häufig an seiner Behausung erkennen. Das Alter, in dem der Verwalter starb, ist ebenfalls recht offensichtlich. Ja, interessanteste Frage dürfte allerdings sein, warum der Verwalter sich nur vermummt in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Ich werde mich mal... Das war eine Frau. Hier gabelt sie... Das war eine Frau. Und sie durfte es nicht zeigen, weil Frauen damals, weißt du schon... Versuchen... Ach so. Das ist natürlich tricky. Die Gräber... Boah, alter Finne. Okay. Die legen hier... Nehmen wir... Also ich meine, das war jetzt keine Burka, also das soll jetzt nicht in die Richtung anspielen. Aber damit wollte er halt dem verschleiern, dass er eigentlich... Mal sehen, wohin... Deswegen, ich dachte auch, Michelle ist ja eigentlich ein Frauenname. Ob ich hier richtig bin? Der Verwalter des Kardinals wird ja wohl kaum eine Frau. Oder vielleicht doch? Michelle, der Verwalter war tatsächlich eine Frau. Kein Wunder, dass sie sich kaum in der Öffentlichkeit zeigte. Und wenn, dann auch nur vermummt. Falls das bekannt geworden wäre. Ich vermute, dass man diesen skandalösen Umstand damals bei der Beerdigung entdeckt und zu vertuschen versucht hat. Deswegen ist das Grab wohl auch in Vergessenheit geraten. Hoffentlich finde ich hier einen entsprechenden Hinweis, der mich weiterbringt. Ja, und hier sehen wir das auch schon. Unten gab es doch dieses Drehding. Also das S ist so ein bisschen... Ja, ich könnte jetzt natürlich ein Foto machen, aber es wäre natürlich ein bisschen cheaten. Also das S ist so ein bisschen, das A ist liegt und chillt in der wunderbar heißen Glutsonne. Ja, das könnte gerade Deutschland sein. Und dieses J chillt auf der, sieht so ein bisschen aus wie so ein Horn, ja, wie so ein Waldhorn. Guck mal, so, so ungefähr. Und das hier ist auch ein bisschen schief, dieser Bindestrich. Aber ich weiß nicht, ob es darauf ankommt. Also, einmal das Waldhorn, am Schluss. Dann einmal das ein bisschen S und dann einmal das liegende A. Das chillende A, das E-Ö-S und einmal das Waldhorn. Sonst noch was? So, sehen und untersuchen. Nö. Also das E-Ö-S, das liegende A und das Waldhorn. So. Ich kann da jetzt nicht alle nachzuordnen. Okay. Wir berichten ihm mal. Wenn Ihnen noch was interessant... Dann sage ich... Danke. Das Grab der Verwalterin und vielleicht auch der Geliebten von Kardinal Coubertin. Irgendeinen Hinweis muss es hier geben, wenn ich nur wüsste, welchen. De Saint-Mayer. Aber hier gibt's sonst nichts. Es gibt nur dieses Waldhorn. Aber das F und so.
Oder gibt's, wie viele haben wir denn noch übrig? Vielleicht können wir die einfach so ein bisschen rumprobieren. Das ist zumindest cool. Ja, also IS. Okay, dann noch das N. We tried like that. Wenn alles richtig sein sollte, dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Na komm. Nee. Man muss es noch eingeben, oder? Oder war es das tatsächlich? Nee, das war es tatsächlich. Okay. Das ist ja auch eher ein J. Moment mal, wie ist der Typ nochmal, der Verwalter? Das Grab der Michel Saint-Maillet. Ja, das spielt schon, glaube ich, darauf an, aber wir haben ja das F und so nicht. Ja, dann gehen wir halt nach Paris. Ich kenne mich in Paris nicht aus und bevor ich planlos in der Gegend rumlaufe, schaue ich mich lieber hier noch ein wenig um. Schade eigentlich. Der Altar ist aus einem einzigen massiven Stein und hat deshalb die Jahrhunderte zumindest halbwegs unbeschadet überstanden. Ja gut, da wächst halt Moos drauf oder sonst. So, super. Ausgang. Aber wir können das ja mal Grab der den Pflock da irgendwie reinhauen. Und eine Kerze. Weißer König. Können wir den da nicht reinstecken? In diesen Pfahl? Nee. Okay, also das hier ist ein bisschen toter Raum. Pflockweitwurf zum Eiffelturm, das ist mir gerade. Also, ich habe echt schon von geileren Ideen eigentlich gehört. Also, König, einfach einen Kompost schmeißen, glaube ich, dafür wäre zu wertvoll. Ashford, nie. Ah, genau. Ja, das war das. Alles klar, ich erinnere mich, danke. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Das Grab der Ja, das ist schwierig. Wait. Haben wir noch einen Raum? Vielleicht ist ja hier etwas. Kirchenbank. Spalt. Vielleicht aufdrücken. Der Pflock ist zu breit für den schmalen Spalt. Ich glaube allerdings auch nicht, dass ich damit den Fels zur Seite drücken könnte. Schade eigentlich. Hätte er funktionieren können. Okay, also. Weißer König. Einige der Buchstaben lassen sich drehen. Ja, das macht Sinn. Es war die alle. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Schwierig! Jo, ich schweige gerade, weil ich gerade echt ein bisschen im Überlegen bin. What do we have to do now? Ja, aber der Kloschar will auch nicht mit uns reden. Um ganz ehrlich zu sein, natürlich ein bisschen doof. Wenn Ihnen noch was interessiert, dann sage ich Bescheid. Danke. Ja. In den Komposthaufen, falls jetzt einige aufgehen werden, oder ich was? Nee, da ist tatsächlich nichts mehr drin. Nichts mehr zu finden. Jo. You say it, Nina, you say it. Auto ist schön und gut und toll. Ich glaube, das ist einfach nur als Dekor da, als Dekor. Das Grab der Ja, aber da müsste doch irgendwo... Da müsste doch irgendwas da machen können. Michel de Saint-Maillet 1805 bis 18
Das ist ein F. Das F ist wie ein Horn. Und das I ist so ein bisschen in die Richtung. Alles klar. Das F wie das Horn. So. Okay, wir haben da noch irgendetwas falsch. Institutio finis vie est. Verstehst du? Ich weiß auch so langsam gar nicht mehr, wie rum das richtig war. Dass ich schon die ganze Zeit so ein bisschen blöd rumgedreht habe. Das Grab der. Das ist ein F. Majefert Michele de Saint Majefert Sa liegt nach oben. Das S ist mit der äußeren Rundung nach oben. Mit der rechten Rundung nach oben. Das S mit der rechten Rundung nach oben. Das F mit dem oberen nach unten links. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig gerade. Ach so. Das stimmt. Das ist richtig. Schade. Hätte ja funktionieren können. Mit dem dicken Bauch nach oben. Aha. Ich weiß nicht mehr, wie das I richtig rum war. Ich weiß es nicht mehr. Das. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten war bei diesem I. Das ist gerade, boah, ist das gerade knifflig. Aber es macht Spaß. Auf eine sehr mysteriöse Art und Weise macht das gerade echt Spaß. So, das ist gerade extrem entspannt vorne. Weil ich jetzt gerade einfach alles darauf schieben kann. Ja, ich muss mich ja gerade so konzentrieren und A und I und O. Deswegen schwäche ich gerade und das ist eigentlich extrem schlecht. So, Institutio. Finis vie est. Est finis. Ist das da hinten auch? Aha. Dann ist das ja natürlich auch falsch. In der rechten Rundung nach oben. So, ich hoffe, dass wir jetzt alles richtig haben. Nein. Einige der Buchstaben lassen sich drehen. Boah, ich dachte gerade schon. Ich habe gerade echt einen Freudenwurst in meine Hose reingesetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Fake, hallo, Wolf, voll kindisch. Ja, weiß ich selber. Ich weiß nicht, warum ich es tue. Please just let me in Ruhe. Drehen Sie Buchstaben, anders Paris Light. Whatever, I'm labering hier so. Mit der rechten Rundung nach oben. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle geschnallt. Oder ist jetzt das A falsch rum? Oh, Leute. Geschafft. Ich bin wirklich ein Genie. Nur ist natürlich mal wieder keiner da, um das ausreichend zu würdigen. Ja, das A war falsch rum.